Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Teil 2 von Predator Hunting Grounds. Angezockt, das zweite Video. Und als erstes, weil es dauert ein bisschen länger, wir wollen die Predatoren spielen. Und ja, ich bin mittlerweile auf Level 29, hatte ein Betriebssystemproblem, durfte den Rechner neu aufsetzen, leider mitten in der Aufnahme, als ich drei Leute gekillt habe. Aber egal, wir dürfen alles normal machen. Mittlerweile bin ich auch hier bei den Leuten. Ich habe hier schon, schon ein paar Klassen freigeschaltet. Unterstützer geht noch nicht. Ich glaube, das ist mein Speer. Das ist mein Sturmklasse? Sturmsoldat, genau. Der ist ein MG frisch bekommen. Das ist hier die Schrotflinte aus John Wick 1, falls ihr den Film gesehen habt. Den habe ich überhaupt noch nicht gespielt, den Aufklärer. Und ja, mein weiblicher Predator. Das ist mein männlicher, den habe ich noch nicht gespielt. Waffen hat der, Netzkanone und Ältestenschwert. Vom Ältestenschwert bin ich bisher nicht überzeugt. Und was neu ist, ist diese tragbare Plasma-Werfer. Und hier gibt es noch die Smart Disc, die hatte ich auch noch nicht. Aber die Netzkanone ist einfach so gut, weil man kann damit super Leute fangen. Ist einfach so. So, Audiosignal hat irgendwie noch nichts gebracht. Kann ich da vielleicht, warte mal, die Ausrüstung ändern? Nee, haben wir nichts. Gut. Der Predator hat nicht so viel. Und ja, also das Spiel macht bisher saure Laune. Aber wir haben halt schon, und ich habe halt schon sehr viel an Sachen, die man anpassen kann. Es gibt natürlich noch mehr, man kann auch mit der Währung kaufen. Aber brauche ich nicht. Bestimmt kommt dann später auch echt Geld raus, dass man da irgendwie Sachen im Shop kaufen kann. Ich finde, die Schrotflinte sieht irgendwie geil aus. Machen wir noch einen Koffer auf. Kriegen wir vielleicht einen Skin oder so. Ja, also meistens sind es so Design-Sachen. Pistole habe ich bisher noch gar nicht. Also ich bin einmal, aber ich finde die nicht gut. Schrotflinte, die fetzt wenigstens beim Predator, die macht Schaden. Dann braucht man Sachen mit hoher Feuerfrequenz. Weil das Vieh kann natürlich viel einstecken. Design, Splitter, Pach, komm, ist alles. Kann man nicht gebrauchen. So. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt schon mehrere Spiele gespielt und es macht richtig Spaß. Ich fand am Anfang, kann ich ja jetzt ruhig sagen, so bis Level 10, Level 15, ja, Level 15, sagen wir mal, fand ich, war der Predator noch auf dem Feld so richtig schwer zu besiegen. Und selber als Predator waren die Gegner sehr leicht zu killen. So ab Level 20, so fing es an, hat sich das Ganze gedreht, finde ich. Mittlerweile, wenn die Leute gut zusammenspielen oder immer zusammenbleiben, und die sind ja mittlerweile gut ausgerüstet, die kriegen immer bessere Waffen, siehst du als Predator kein Land. Du kannst ja kaum in den Nahkampf gehen. Und wenn die Leute sich nicht aufteilen, kriegst du sie nicht. Aus der Entfernung kannst du mal einen ausnocken, den hebt ein anderer wieder auf. Es ist sehr schwer. Sehr schwer. Mal gucken, wie ich es nachher mache. Ja, ich kann hier nochmal bei dem Predator reingehen. Nämlich hier das Aussehen kann ich nochmal zeigen. Weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Ja, es gibt verschiedene Hautmuster. Aber im Spiel kommt das kaum rüber. Das ist, ob ich den jetzt grün mache oder im Keller fällt ein Zergreis um. Weiß ich nicht. Das Einzige, was ich wichtig finde, ja, Körper, Kopf, sind die Helme. Ne, nicht die Locken, die Masken meine ich, Entschuldigung. Den habe ich mir mal gegönnt für 7500 eigene Währung. Das hat so ein bisschen Space Marine. Da trifft Space Marine und Predator, finde ich. So diese klassische MK2-Rüstung, das in der Mitte. Das, na, geht, warte mal hier. Nein, nicht Geselle. Ja, bleib doch mal da.
das mittlere, finde ich. Das hat sowas von Space Marine, die Augen können auch noch passen, natürlich dann Kopf lang gezogen. Ach, vielleicht erinnert mich das auch an Darth Vader, keine Ahnung. Ich finde geil. Inferno ist okay. Natürlich ist diese Maske von CC dabei. Die sieht einfacher aus, aber ich finde sie irgendwie am besten. Aber man ist sie halt gewohnt aus verschiedensten Filmen. Und die sind alle so anders so spacig aus, ne? Die geht auch noch. Der sieht aus wie so jemand von Herr der Ringe. Wie so ein Geistkönig, oder wie die hießen. Ja. Der Asiatische, wollte ich schon sagen, wegen diesen Schlitzaugen. Ja, egal, komm. Pest. Ja, Pest finde ich auch cool. Ach, den nicht. Fernus, okay. Aber wenn ich überlege, ich bin jetzt schon bei Level 29, ich habe schon so einen Scheiß, den ich haben will. Was kommt noch? Es muss auf jeden Fall, wenn man dauerhaft dranbleiben will, noch mehr Maps kommen, auf jeden Fall. Am besten auch Stadt, würde ich cool finden. Ja, davon habe ich bisher auch noch nicht viel freigeschaltet. Das ist cool. Braucht man aber nicht. Naja, ich wollte euch noch ein bisschen hier so Sachen zeigen, die man freischalten kann. Naja, Trophäen finde ich ein bisschen witzlos. Also es gibt hier nur, kannst dich mal drehen. Ja, Kojotenschädel, Rotluchs und Wolf. Das ist natürlich ein bisschen witzlos. Wo sind hier die Menschenschädel? Oder am besten halt so halb verwest, die man noch reinigen muss. Das wäre auch, wenn man den Gegner an den Kopf abschneidet, dass man sich den erstmal ranpackt und erstmal sauber machen muss. Dass man dafür 500 Punkte kriegt oder so. Keine Ahnung. Könnte man ja einbauen. Naja, auf jeden Fall, mir gefällt es erstmal so, wie es ist. Aber ich hoffe, es kommt mehr Content. So, ich habe euch hier lang genug Sachen gezeigt. Wir machen hier mal einen kurzen Cut und sehen uns gleich im Match wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. So, wir kämpfen gegen zwei PlayStation-Spieler und zwei PC. Somit haben wir sind drei Leute von fünf PC-Spieler. Das ist echt selten. Meistens spiele ich mal nur mit PlayStation-Spieler zusammen. Das habe ich sehr häufig beobachtet. Also entweder ist das auf der PlayStation eher erfolgreicher als auf dem PC. Also wahrscheinlich, keine Ahnung. Im PC gibt es ja das Spiel zurzeit nur im Epic Store. Es gibt ja viele Spieler, die kaufen ja nur Spiele bei Steam. Dann machen sie natürlich da erstmal kein Geld. Alter, ich bin so nervös. Ich hoffe, ich mache die fertig, ey. Yeah. Pussy. Yeah. Sichten und vernichten. So. Das ist eine größere Map, ne? Ups. Mal über das Koksfeld hier, oder was ist das hier? So, mal gucken, wo sind wir? Noch nicht in der Mitte. So, Sicht ändern. Ich finde das mit der Sicht geil. Hinter mir? Die haben mit mir doch nicht oben angefangen. Ich bin bestimmt auf eine Fährte reingefallen. Ja, das sind irgendwelche anderen Kackmenschen. Scheiße.
Dann ab wieder zur Mitte. Rennen wir nochmal ein Stückchen weiter. Nee, ich will dahin. So, wir müssen die nochmal finden. Ja, das könnten sie sein. Okay, den nächsten haben wir. Weg, 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 weg. Und schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Jetzt werden wir gejagt. Wir müssen echt weg. Nein, heilen. Könnte das hier sein? Das könnte er gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein oder zwei gekillt habe. Einen habe ich auf jeden Fall enthauptet. Ganz feige. Ups, jetzt bin ich hier vom Baum geglitscht. Was soll denn das sein? Scheiß Dschungelfreude, das juckt. Ja, was ist denn jetzt los? Ich hänge. Ich hänge fest, das ist ja kacke. Okay. Wieder frei. Das hätte ich auch gar nicht gehabt, Alter. Wir haben es vorhin einmal, oder im letzten Video einmal beim anderen Spieler gehabt, aber seitdem habe ich es nie wieder gesehen, sowas. So ein Problem. So, wo sind sie? Noch in der Nähe. Die können ja wieder Leute einen zumindest wieder freischalten. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wildschwein? Ja, die Köche kenne ich noch gar nicht. Oh! War ich entdeckt? Wo seid ihr, Wichser? Alter! Was zum? Wir können ja mal versuchen, hier den Köder zu werfen. Was zum?
Erzfeind befindet sich bei. Ich hoffe, ich habe hier noch eine Deckung, ey. Scheiße, die wissen, wo ich bin, muss weg. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da hinten. Ist er wieder weg, verdammt. Scheiße. Wo ist der hin? Wo bist du hin, Junge? Ich will dich doch nur ein bisschen töten. Feuerteam ruft Verstärkung. Na, fuck, verkackt. Gefahr, da hinten. Alle toten Feuerteam? Was? Die sind alle wieder da? Man kann... Ich dachte, man kann nur eins zurückholen. Das ist ja krass. Gut, dann heilen wir uns erstmal. Ich glaube, das wird eine Niederlage. Ich höre doch hier jemanden, da hinten. Ich sehe es. Gerade so. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Na, die sind doch schon weitergelaufen, die Schweine. Ich höre sie laufen, weil ich sehe sie nicht, verdammt. Da oben. Helikopterruf. Fuck. Das ist kein Mensch. Er lebt noch? Eingespielt.
Treppe? Das ist kein... Fuck. Fuck. Sind alle weg? Scheiße. Ich bin so peinlich. Nein. Alle weg. Scheiße. Fuck. Es ist nie leicht, Soldaten zu verlieren. Aber ihr habt die Mission durchgezogen. Gute Arbeit. Fuck. Das ärgert mich. Einen haben wir getötet, der ist auch quasi... Also wir hatten zwei ausgeschaltet, wie ich es auch vermutet habe, aber sie haben nur einen zurückgeholt, ein anderer hat sich ausgelockt. Darum sehen wir jetzt nicht hier. Aber wir haben verloren, weil wir haben das ganze Feuerteam nicht ausgelöscht. Schade. Schade, schade, schade. So. Weil das so lustig war, machen wir das gleich nochmal. Aber ich bin noch nicht überzeugt von dieser Scheißpistole. Wir werden jetzt nochmal die Smart Disc nehmen. Weil nahkampfmäßig ist dieses Schwert scheiße. Das ist nicht gut. Das habe ich ja schon mal gespielt. Oder ich muss einfach nah ran, aber wie gesagt, Nahkampf sehe ich nicht. Ich bin ja auch hier mit dieser Fähigkeit, verursache ich mehr Schaden mit Fernkampfwaffen. So die Theorie. Das Beste, was wohl viele Spieler spielen, ist das hier. Also entweder war es, glaube ich, die Keule. Nee, gar nicht. Den habe ich letztes Mal gesehen. Diese Kombi. Der hat alle vier in ein Team niedergemäht. Das war Hammer. Der Bogen. Man sieht beim Laser quasi, von wo der schießt, ungefähr. Da sieht man beim Bogen nicht. Der macht auch so, ja, einen roten Schlier oder so, damit man sieht, aus welcher Richtung er kommt. Aber, ja, man ist damit eher getarnt. Und wenn wir mal auf die Klasse gucken, den Speer, der hat zwar mehr Ausdauer und Tempo, aber Gesundheit weniger. Und ihr seht ja, was ich an Feuer schlucke, ne? Der muss ja nur in Bewegung sein. Der Berserker ist eher für den Nahkampf gedacht. Denke ich mal, ist langsamer, da muss auch erstmal was einstecken, aber naja, ich finde am besten den Speer. Und ja, ich habe die Waffe noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist, schlecht ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir werden es einfach mal testen. Und was ich nicht weiß, ob es vielleicht auch für einen Predator eine Möglichkeit gibt, sich im Spiel weiter zu heilen. Die Menschen können ja unterwegs Medikits finden und mittlerweile, wenn man ein bisschen hochgelevelt ist, kann man selber auch welche mitnehmen. Aber ich selbst habe es bisher noch nicht gesehen, dass man als Predator sowas kann. So, dann öffnen wir nochmal drei Waffenkoffer. Ja, hübsche Waffe, aber ja. Oh, das ist fürs MG. Das kann man gut gebrauchen. Aber schon Duplikat. Sonderkommando in dunkelblau oder so. Sieht nett aus. Ja, aber leider ist schon, wie ihr seht, schon viel, was immer doppelt ist. Naja, ist halt so. Wie gesagt, da brauchen sie mehr Content. Und es wäre einfach geil. Ich weiß, es gab früher ein AVP-Spiel und es ist eins, was auch richtig geil war. Aber ich finde, in diesem... Dasselbe was, Spielprinzip, was wir haben, funktioniert auch mit einem Alien. Das heißt, ja klar, einer spielt das Alien und vier spielen das Marines. Würde auch genauso gut funktionieren. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass sie wahrscheinlich nur die Rechte für den Predator haben. Das heißt ja auch Predator Hunting Grounds. Aber es fehlt ein bisschen mehr Variation. Ja. Und was cool ist, wenn sie zum Beispiel aus, wie gesagt, Teil 3 diesen Hund noch mit einbauen. Dass du quasi einen, keine Ahnung, eine neue Predator-Klasse hast, der in Kombination mit so einem Hund arbeitet. Na? Oder mit anderen Tieren, keine Ahnung, was die so für Tiere haben. Aber
Da fehlt ein bisschen mehr. Bei Dead by Daylight hatte man am Anfang, glaube ich, auch 3 Killer. Aber die kamen halt nach und nach. Gab es dann immer ein paar Updates. Natürlich haben die auch, glaube ich, 10 bis 30 € gekostet. Irgendwas in dieser Range war es auf jeden Fall. Aber es funktioniert, das Spiel läuft heute noch. Und es spielen heute noch viele Leute. Und wenn ich den Killer spiele, sind auch viele am Meckern. Aber egal. Gut, dann würde ich jetzt mal hier mal wieder einen Cut setzen und wir sehen uns in der nächsten Runde. So, es kann weitergehen. 4 neue Opfer, 3 davon von der PlayStation, einer am PC. Und ich hoffe mal, wir kämpfen gegen 4 Unerfahrene. Und ich glaube, es ist eine kleinere Map. Das heißt, wir sollten häufiger in Kontakt kommen. Ich müsste auch mal gucken, wie viele Maps es gibt. Viele können es, glaube ich, nicht sein. Die Jagd ist eröffnet. Das ist dieselbe wie vorhin. Scheiße. Da haben wir voll verkackt. Ich zumindest. Hallo. Klettern? Ach, bist du scheiße oder was? Hä, was ist jetzt denn los? Erstmal wieder ein bisschen in die Mitte. Nee, so nicht ganz in der Mitte. Ja. Ich glaube, das waren alle. Ab jetzt wie Profis, Leute. Keine Anfängerfehler mehr. Nummer 1. Oh, wir müssen weg. Nein! Der hat uns verwundet. Sau, sagt er. Scheiße. Die ficken mich. Weg, 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 weg. Ey, warum kann ich nicht mehr springen, ey? Also irgendwie spinnt das hier rum, der Server, irgendwie, finde ich. Da ist einer zu weit vorgelaufen wahrscheinlich. Das ist das Problem. Aber ist nicht mein Problem. Oh, wir haben den Kopf hinten dran, sehe ich zum ersten Mal. Weil ich achte zum ersten Mal drauf.
müssten doch hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Mich gesehen ist. Feindliche Interferenz am Gerät und Ziel. So sind wir weg. Man sollte sich auch mal tarnen. Sollte reichen. So, ich hoffe, die holen ihn jetzt nicht gleich wieder. Ich muss die wieder nerven. Klingt echt noch in der Nähe hier. Was spackt denn schon wieder hier rum? Das Spiel irgendwie. Heute ist der Wurm drin. Schon wieder mal im Boden festgebackt. Das passiert mir sonst nie. Scheiße. Der andere ist da hinten. Schaut mal. Scheiße, hier drüben. Wo ist er denn? Alter! Das ist es, was ich meine. Du kommst nicht ran. Ich habe ihn erwischt und ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Aber die können mich jetzt noch töten, um das zu verhindern. Haben sie auch geschafft. Scheiße. Oh, ich habe noch einen erwischt. Weil wenn sie mich eliminieren, können sie mich ja abholen. Quasi. Selbstzerstörung erfolgreich. Na gut. Siehst du, kriegen mich nicht. Aber ihr habt leider gewonnen. Einmal machen wir das noch. Das muss doch mal zu packen sein, Mensch. Vor allem hat es so gut angefangen. Den einen haben wir so leicht gekriegt am Anfang. Und wir haben noch nicht mal die neue Waffe getestet. Ja, einen haben wir mit der Explosion getötet, einen haben wir... Wo ist der Kill? Den ich habe doch einen gekillt und enthauptet. Cool, wurde mir nicht gewertet. Alter, ich beende mal das Spiel und lade neu. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Also gerade echt Pech nur. Na gut, ich mache mal einen Neustart und dann versuchen wir nochmal eine Runde. Und dann hoffentlich mal erfolgreich. Bis gleich. Ja, dann willkommen nochmal zurück. Ich habe jetzt keine weitere Runde gespielt. Ich habe jetzt privat für mich noch einige Male weitergespielt. Ich habe auch versucht, noch ein paar Aufnahmen zu machen. Gerade mit dem Predator. Ich habe es nicht mehr geschafft, die in der Anfangsphase mal das komplette Feuerteam zu killen. Bin ich einfach zu schlecht für. Ich wollte noch mal kurz auf ein paar Sachen eingehen, die mir bei dem Spiel jetzt mehr gar nicht mehr gefallen. Und hier sind wir auch gerade bei Punkt 1. Und zwar, ich habe 7 bis 10 Minuten als Predator gewartet, bin jetzt quasi
Wir warten auf Spieler, es geht gleich los. Es kommen aber keine. Zwei andere menschliche Gegner sind zwar hier drin, aber es werden keine mehr nachgereicht. Und das ist kein Einzelfall, das habe ich schon häufiger gehabt. Egal, ob ich jetzt als Predator oder als Soldat oder Söldner spiele, ist egal, das kann alle 3 bis 4 Mal, also jedes oder fünfte Mal vorkommen. Es ist aber ätzend, gerade als Predator, wenn man da 7 bis 10 Minuten wartet. Manchmal geht es auch schneller. Das Schnellste, was ich mal als Predator hatte, das war am Wochenende so um 8 Uhr morgens mit 2-3 Minuten. Das spielen aber die meisten nicht. Wenn ihr so Primetime, so von 18 bis 22 Uhr, egal ob am Wochenende oder auch in der Woche, 7 bis 10 Minuten. Ist einfach so. Gut, das wollte ich euch noch einmal zeigen. Und ja, dann gehen wir mal kurz, da guckt ihr mal weg und da guckt ihr mal hin. Das können wir nochmal so weit laufen lassen. Wollte ich noch zu ein, zwei anderen Punkten eingehen. Und zwar, das Spiel macht in der Anfangsphase richtig viel Spaß. Als Predator schlachtest du quasi die Söldner ab und ich habe es mehrfach geschafft, das komplette Feuerteam zu killen. Ist in der Anfangsphase vielleicht sehr einfach, ich habe keine Ahnung. Bei den Menschen ist es am Anfang auch sehr spannend, wegen diesem Predator, weil der halt auch das Team komplett killen kann. Aber ich sag mal so ab 20, Level 25 fängst dann quasi an, ich spiele mal ein bisschen vor, ich habe keinen Bock das zu sehen. Ja, da fängt es halt an, dass die Spieler oder das Feuerteam bessere Ausrüstung bekommt, bessere Waffen und damit eine große Gefahr für den Predator werden, weil der Predator an sich kriegt natürlich auch Waffen, aber nicht besser. Wir haben so eine Smart Disc, heißt die, glaube ich, die kennen wir auch aus dem Film, so eine Disc, die schmeißt da quasi. Wir müssen die steuern, hoch und runter können wir irgendwie regeln, aber sie lässt sich übelst grottig steuern. So dass ich damit überhaupt noch keinen getroffen habe. Im Gegenteil. Der Predator steht dann da, sage ich jetzt mal hier auf dem Baum, und ich bewege diese Disc. Und wenn die Leute dann hochgucken, die sehen die Disc und sagen, ach, da gucke mal, gucken sie hoch und dann sehen sie dich ja auch, wenn du getarnt bist. Das ist ja auch so ein Punkt. Auch wenn man getarnt ist, wird man sehr leicht erkannt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ist halt so im Spiel. Ja, dann halt auch die Nahkampfwaffen, mit denen hatte ich auch kein Glück, weil um da ranzukommen an den Gegner, musst du schon ziemlich nah dran sein. Also, ich sag mal, Meter musst du schon echt oder noch näher rankommen in dem Spiel. Also musst du ihn schon quasi auf den Mund küssen können, um ihn zu töten. So nah muss man dran sein. Dann funktioniert das auch. Die einzige Waffe, also die Standardwaffe, klar, die ich hier auch hier gerade habe, diese Schulterkanone, die ist aber ziemlich ungenau. Ne? Also damit mal zwei Schuss hintereinander treffen, ist schon schwer. Und es ist kein One-Kill. Also wenn ich einen getroffen habe, ist er nicht sofort tot und kippt um. Im Gegenteil, der hat jetzt 30% oder so seine Lebensenergie verloren. In dem Film war er sofort tot. Das ist hier halt anders. Und was haben wir noch so für Waffen? Ja, die Stab, also zum Schluss gibt es so eine Stabwaffe, die hatte ich bisher noch nicht. Ich hatte jetzt den Bogen, der ist okay, weil man macht da auch nicht, denkt mal, so viel Schaden wie mit der Standardwaffe, die wir hier gerade unten rechts sehen, die Schulterwaffe. Aber man sieht uns nicht sofort. Ne? Weil der Pfeil hinterlässt ja nicht so einen Laser oder so. Und ja, wir brauchen die Gegner deutlich länger, um uns zu sehen. Noch ein Nachteil ist beim Predator, er kann sich nur zweimal heilen. Ich habe bisher immer noch nicht rausgefunden, ob er sich auch irgendwie im Spiel heilen kann, ob Medikits für ihn da sind, ich weiß nicht, in den Bäumen oder auf den Dächern. Ich habe bisher nichts gesehen, keine Ahnung, vielleicht muss er sich auch mit einem Wildschwein paaren, um sich wieder zu heilen. Ich habe keine Ahnung. Die Menschen hingegen, gerade in den späteren Level, die haben ja ihre Spritze, die kannst du dich zweimal mit heilen. Und dann kannst du zusätzlich, was ich auch habe, Medikits mitnehmen. Zwei Stück. Kann nicht jede Klasse, aber der Speer kann es, glaube ich, nicht. Und aber der normale Sturmsoldat kriegt das auf jeden Fall hin. Das heißt, du kannst sie viermal heilen
Und deine Kollegen können auch 2 bis 4 Mal sich heilen und du als Predator nur 2 Mal. Und du hast noch den Nachteil, dass als Predator, dass du nicht in der Map was finden kannst. Also ich habe bisher nichts gefunden. Die Menschen können, haben natürlich auch die Möglichkeit, in den Gebäuden Medikits zu finden und sich da zu heilen. Und das Übelste, was mich mittlerweile auch tierisch abfuckt, ist, dass man Spieler zurückholen kann. In der Anfangsphase war es, oder in den unteren Levelbereichen, war es maximal immer einer. Na? Das heißt, du hast 2 getötet und dann die 2 Leute gehen irgendwo hin, aktivieren ein Funkgerät, müssen dann 1 Minute warten und dann kommt ein Spieler zurück. Ich denke mal, es gibt einen Perk, da kann man das wahrscheinlich nochmal um einen erhöhen, weil ich habe es jetzt mittlerweile, ich töte 2, das ist schon, finde ich gut. Und ja, die gehen dann zu irgendeinem Punkt hin und dann auf einmal sind die wieder da. Zu viert. Und dann denkst du dir so, oh, fuck you. Denn das Feuerteam kann nur eine Sache falsch machen. Und das ist, dass es sich trennt. Wenn die es schaffen, immer zusammen zu bleiben, hast du keine Chance, siehst du keine Sonne. Ich habe es schon mal einmal gehabt, ich habe einen Feind gesehen, bin auch auf ihn zugelaufen, er hat mich auch gesehen, er hat auf mich gefeuert, seinen Kollegen gesagt, hier, da kommt einer, und sind alle aus den Häusern gekommen, haben alle auf mich geschossen, ich war tot. Ich habe Spiele gehabt als Feuerteam oder als Predator, die waren nach 2 Minuten zu Ende. Okay, lass es vielleicht 3 gewesen sein. Aber ich finde es gerade als Predator ziemlich zum Abkotzen, wenn ich da 7 bis 10 Minuten warte, na, und nach 2, 3 Minuten im Spiel tot bin. Kann natürlich mal vorkommen, aber wenn man gegen gute Leute spielt, dann kann das ziemlich häufig vorkommen. Ich hatte vorhin eine Runde gehabt, da hatten wir 2 Aufklärer oder Speer. Die können verdammt schnell laufen und der Predator hat, er versucht einen von uns zu killen und der hinterlässt natürlich eine Blutspur. Und die Speer waren immer hinter ihnen her. Das war jetzt nicht so ein Predator, wie ich jetzt habe gerade. Ich glaube, ich aktuell spiele ich hier gerade den Jäger. Das war der schwere Predator, der eher für Nahkampf ausgelegt ist. Der hat natürlich mehr Heilung, aber ist natürlich deutlich langsamer. Und somit hatten die Menschen kein Problem, ihn zu verfolgen. Da. Der hat sich gerade im Matsch gesuhlt und wir schießen ihn auf den Hintern und der steht noch. Also, wie gesagt, die Menschen kriegen immer bessere Waffen. Ich habe jetzt auch einen gesehen, der hat ein leichtes MG und wie aus dem Film als Zweitwaffe so ein richtiges Gatling Gun. Und ja, wie willst du dagegen ankommen als Predator? Wenn der weiß, wo du bist, dann schießt er einfach seine 200 Schuss oder mit einem leichten Sturmgewehr 120 auf dich zu und ja, der trifft irgendwas schon, ne? Das ist natürlich, da kommt man als Predator nicht gegen an, weil die Waffen so schwach sind. Das Balancing passt einfach nicht, gerade in den höheren Leveln, also ab Level 30, ich bin jetzt glaube ich bei 37, 38, macht es echt wenig Spaß. Ich werde es noch trotzdem noch ein bisschen weiterspielen, aber ich glaube auch nicht, dass der Entwickler da noch groß was reinballert. Die haben ja auch, das sind dieselben Entwickler, die auch Freitag der 13. gemacht haben. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass da so viele Add-ons noch rauskamen. Dead by Daylight, wie gesagt, die haben es richtig gemacht. Die haben immer, also das ist natürlich auch für ein DLC, immer 5 bis 10 € kosten die. Aber man hat immer eine neue Map gekriegt, einen neuen Überlebenden, einen neuen Killer. Und das ist hier einfach nicht drin, weil was wollen die noch an Predatoren reinbringen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es schon vorhin gesagt, vielleicht einen, der mit einem Hund kämpft oder so, wie im dritten Teil. Aber das sehe ich nicht. Ich glaube, das Spiel wird auch wieder in der Versenkung landen. Also wie gesagt, ist ein guter Ansatz. Man hätte super geil, mega Sachen draus machen können. Wenn man auch eine andere Karte, sag mal wie bei Teil 2 in der Stadt. So ein kleines Gebiet oder so. Eine Baustelle oder so, weißt du? So ein Block. Muss ja nicht viel sein, ne? Aber wo man gegen Gangs kämpft. Vielleicht auch in der Zukunft. Gegen die Marines. Oder wie gesagt, als Alien einzeln gegen 4 Menschen wäre auch geil. Aber dafür fehlt die Lizenz. Und darum glaube ich nicht, dass das Spiel noch so eine Zukunft hat wie Dead by Daylight. Ich hoffe, ich täusche mich. Ich hoffe, die patchen das alles noch und Balancing wird noch besser, dass es auch wieder Spaß macht, als Predator zu spielen. Ich hoffe, ich täusche mich. Aber bisher sehe ich das leider nicht. Umso länger man es spielt, umso mieser gelaunt ist man. Aber nun gut, das soll es gewesen sein. Ich wollte mir das nur mal von der Seele reden. Ich hoffe,
Ihr gebt mir trotzdem ein Like oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und ansonsten haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.